eine Gleichung, die höchstwahrscheinlich aus der Physik kommt. Das hier wird ein Gesamtwiderstand sein und das andere sind zwei Einzelwiderstände. Und das Ganze, diese ganze Gleichung soll jetzt aufgelöst werden nach einem der Einzelwiderstände, beziehungsweise einfach mal nach R2 auflösen. Ja? Nach R2 auflösen. Und das Unschöne daran ist, dass wir R2 hier unten in einer Summe haben und hier oben in einem Produkt, dass man erstmal denkt, hä? Kann ich ja nicht kürzen einfach so, kann ich ja, was soll ich denn da machen überhaupt? Und das Schöne daran ist, dass man, wenn man einen Bruch hat, kann man erstmal gucken, okay, löse ich mal den Bruch auf. Danach kann man jedenfalls erstmal gucken, ob das geht. Ja? Mal den Nenner ergibt dann hier RG mal R1 plus R2 ist gleich R1 mal R2. So, jetzt kann ich auf der linken Seite ausmultiplizieren. Und erhalte dann einen Term, wo nur noch R1 drin ist und einen Term, wo, nein, natürlich nicht nur noch, weil RG ist ja auch noch da, aber einen Term, der auch noch R2 enthält. R2, ja, man soll nicht gleichzeitig R sagen, schreiben und 2 denken, ist gleich R1 mal R2. Jetzt haben wir hier einen Term mit R2 und hier einen Term mit R2. Ist schon mal deswegen schöner, weil dieser Term hier war noch mit mal, ja, der war also mit R1 und RG verknüpft. Dieser hier ist jetzt nur noch mit R2 und RG, also nur noch mit RG verknüpft. Und hier war ja R2 so doppelt und auf mehreren Ebenen verteilt. Deswegen ist es jetzt schon einfacher geworden. Jetzt rechnen wir das Ding hier rüber, weil wir dann schon gleich sehen können, wir haben, wenn wir den hier rüberziehen gedanklich, haben wir hier eine Summe, in der jeweils R2 in den Summanden drin vorkommt oder in den Differenzteilen, kann man auch sich, ist wurscht, ob man das Summe nennt. Wenn man mit Minus und Summe Probleme hat, soll man das lassen. Dann soll ich das lassen, anders, dann soll ich mal versuchen, anders zu sprechen. Aber das ist natürlich eine Frage, wie individuell das ausprägbar ist. So, jetzt stammeln Sie jetzt. RG mal R2 soll auf die andere Seite rübergeholt werden. Dann steht da RG mal R1 ist gleich R1 mal R2 minus RG mal R2. Und aus diesem Teil, das ist halt jetzt, wie gesagt, die Summe, die ich vorhin angesprochen habe, die, da können wir jetzt R2 als gemeinsamen Faktor drin wiederfinden. Dann steht da R2 mal R1 minus RG ist gleich RG mal R1. Und wenn ich jetzt hier sehe, dann kann ich den Teil vom R2 rauslösen. Das heißt, ich kann jetzt teilen durch R1 minus RG. Dann steht da RG mal R1 durch R1 minus RG gleich R2. Und auf dem gleichen Wege können wir natürlich jetzt auch R1 bestimmen. Dafür hätte ich an dieser Stelle minus RG mal R1 rechnen müssen, dann wäre nämlich das hier rüber gekommen. Dann hätte ich R1 genauso ausklammern können. Das kannst du ja gerne mal versuchen als Übung zum Gleichung auflösen. Finde ich, ist das gar nicht so schlecht. Ich zeige dir nochmal das Schildchen und freue mich auf Kommentare. Tschüss!